Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem super einfachen, aber dafür umso leckereren Rezept, weil diese Kokosecken sind so extrem saftig und aromatisch. Wenn ihr Kokosmakronen liebt, dann ist das genau das Richtige für euch. Hier könnt ihr die Zutaten sehen für den Mürbeteigboden, für die eigentliche Kokosmasse, da kommen wir gleich nochmal zu. Das genaue Rezept ist aber auch wie immer unten in der Infobox verlinkt, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das nachbacken möchtet. Und wenn ihr gerade nach unten schaut, vielleicht klickt ihr dann noch schnell auf den Abonnieren-Button, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Aber gut, zurück zum eigentlichen Video. Wie ihr hier seht, bereite ich mir einen Mürbeteig vor. Das ist Butter, Zucker, Mehl, eine Prise Salz, ein bisschen Eigelb, vielleicht ein bisschen Vanillezucker, zu so einem geschmeidigen Kneteig verkneten und dann im Kühlschrank eine gute Stunde durchkühlen, damit die Butter fest wird und sich der Zucker lösen kann. Und in der Zeit kümmern wir uns dann um unsere Kokosmasse. Dafür habe ich mir jetzt mein Eiweiß genommen. Nicht sofort alles auf einmal, vielleicht braucht ihr das nämlich gar nicht. Gebe jetzt Zucker und meine Kokosraspeln dazu und verrühre das Ganze. Und wenn ich merke, dass es eine super trockene Konsistenz ist, dann gebe ich noch ein bisschen was vom Eiweiß dazu. Und wenn ich aber merke, das ist so eine Konsistenz wie so nasser Sand, seid ihr genau richtig, kein Eiweiß mehr dazu. Und dann so überm Herd bei so mittlerer bis kleiner Flamme, weiß ich nicht, so gute 10 Minuten abrösten, damit sich der Zucker löst und das Eiweiß abgekocht wird. Und wenn das der Fall ist, von der Konsistenz tut sich da nicht viel, es wird vielleicht ein bisschen cremiger. Und wenn das der Fall ist, lasst ihr die Masse erstmal auf der Seite ein bisschen abkühlen, bevor wir die gleich benutzen können. In der Zeit können wir uns nämlich um unsere Backform kümmern. Ich habe jetzt hier meine schicke Arbeitsplatte, verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Damit habe ich jetzt abgemessen, wie groß mein Backpapier sein muss, habe das dementsprechend zugeschnitten und kann das jetzt optimal nutzen, um eben meinen Mürbeteig darauf auszurollen. Das Coole ist, dass jetzt die Arbeitsplatte auch nochmal durch mein Backpapier durchschimmert. Ich also genau weiß, wie groß ich das ausrollen muss. Gebe das dann so in meine Form, bügel eventuell nochmal so ein bisschen aus, ein bisschen ordentlich machen. Dann wird geigelt oder gegabelt, wenn ihr nur eine Gabel da habt. Löcher einstechen, abbacken oder anbacken, ehrlich gesagt, für so und so ein paar Minuten, dass das Ganze fast komplett durchgebacken ist, aber noch keine Farbe hat. Dann kommt Marmelade da drauf, die so ein bisschen als Kleber für die Kokosmasse dient. Wenn ihr eine Lieblingsmarmelade habt, schnappt ihr euch die. Bei mir ist es meistens Erdbeer, deswegen, das ist Erdbeer. Und dann kommt eben die Kokosmasse da drauf. Die drösel ich mir zuerst so ein bisschen da drauf. Und wenn der Großteil verteilt ist, dann drücke ich das Ganze mit meinen Fingern nochmal leicht an. Und dann schicke ich das so nochmal in den Ofen, bis da so eine leichte Bräune entsteht. Wenn es zu dunkel wird, gerne bitte abdecken, weil ich finde, die sehen besonders hübsch aus, weil die eben so hellweiß sind. Dann lasst ihr die komplett abkühlen und könnt die eben portionieren. Wie ihr die schneidet, ist euch überlassen. Ich habe die eben ganz klassisch in solche Kokosecken geschnitten. Also jeweils zweimal diagonal, dann einmal waagerecht und einmal senkrecht, das ist jetzt total komisch erklärt, aber im Endeffekt einfach nur in Ecken geschnitten, die dann so ein bisschen auseinander gepflückt, nochmal auf meine Marmorarbeitsplatte gelegt und dann eben mit ein bisschen dunkler Kuvi ausgarniert, weil die darf natürlich bei sowas nicht fehlen. Wenn ihr eh so Schoko-Fans seid, dann freut euch schon auf die nächste Woche, auf die Schoko-Woche. Ich bin schon gespannt, was ihr sagt. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall jetzt die super aromatischen, extrem saftigen Kokosecken sehen. Ich freue mich schon auf euer Feedback und hoffe, wir sehen uns spätestens nächste Woche in der Schoko-Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben!